Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kerbal Space Programm, und zwar die Folge Nummer 26. Ja, ich habe die Version 1.0.4 aufgespielt oder upgedatet. Ja, da sind wir jetzt hier drinne. Gehen wir mal in unser Zentrum, um einmal die Dingens auszuwählen, die Rakete, die wir brauchen. Ja, das sieht jetzt ein bisschen so aus, als ob hier wieder nichts ist. Das liegt aber halt daran, dass ich geupdatet habe. Da muss ich den Spielstand halt hier importieren in der neuen Version. So ganz hat das nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Aber naja, dann haben wir hier noch ein Problem. Also ein Problem nicht, aber das muss weg. Das war ja für unseren letzten Test. Das muss runter. So. Und jetzt gucken wir nochmal. Hier sieht man schön, dass das Update gebracht hat. Man sieht viel besser die Umrandung, was da jetzt ausgewählt ist. Das ist das. Das ist das. Oh, die müssen schon mal woanders hin. Die müssen dahin. Und das muss dahin. Nee, die starten. Wenn alle, dann der. Dann die dahin, richtig? Der springt ab und der geht mit an. Genau. Dann nachher das und das. So, jetzt ist es richtig. Speichern wir. Gut. Dann gehen wir raus hier, gehen ins zur Startrampe. Ich gehe den Weg, weil wir haben ja Jebediah verloren. Jetzt sitzt da Bill immer wohl drin. Und Valentina soll aber fliegen. Mission Flag ist schon rein. Ach, da haben wir wieder einen Fehler gemacht, dass wir nicht die richtige Rakete ausgewählt haben. Jetzt haben wir sie. Da sitzt wieder Bill drin. Tauschen wir. Passt jetzt aber. Gut, und dann können wir das ganze Ding launchen. So, und dann gehen wir auf M. Hier müssen wir, na komm schon, unser Ziel eingeben. Und das haben wir gemacht. Oh, da fliegt noch irgendwas Altes rum. Aber halb so wild. Gut, dann müssen wir Fieber messen. Das machen wir auch. Das ist ja das. Gut, dann nicht daraus, sondern daraus. Das SAS an. So, wir sprengen die drei ab. Dann geht der an, dann passt das. Genau. Okay, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Vortrieb an. Ne? So, 3, 2, 1, go! Nächste Stufe ist gezündet, macht aber irgendwie etwas Krach gerade. Sieht nicht gut aus. Weiter nach links. Oh oh, was ist das da für eine Anzeige? Okay. Sehr interessant. Was für ein Bogen fliegen wir da? Oh, 472 Meter. Geht jetzt kleiner. Oh. Apoapsis ist 472.000 Meter. Wir sind schon im Weltall. Hier sollte sich eigentlich nichts mehr groß ändern, oder? Dann haben wir nochmal Luftwiderstand. Warum? Was ist das für eine Anzeige hier? Kenne ich noch nicht. Noch lasse ich das mal da dran, ne? Vielleicht ist es ja nachher besser. Oh, guck mal, was für. Die Anzeige ist besser geworden, ne? Da sind irgendwelche Teile, die da runterkommen jetzt. Wahrscheinlich die beiden.
Ja. Wir sind noch hier, oder? Und steigen noch auf 472.000 Meter. Ich glaube, die Rakete war etwas groß. Oder liegt es jetzt an dem Patch, dass die jetzt doch besser ist? Okay. Können wir einen Statusbericht senden? Nö. Ich lasse es mal so. Wir können aber vorspulen, weil ich glaube, es bringt jetzt nicht so ganz so lange darum zu fliegen, ne? Ja, es ist. Ich spreng's mal ab, weil ich die Hoffnung habe, dass ich dann vielleicht doch eher dahin komme. Nur die Frage, ob es überhaupt geht, ne? Ja, der Punkt ist ein bisschen weit weg, ne? Ich glaube, das klappt auch wieder nicht. Ja, Geschwindigkeit ist so. Sind wir schon dran vorbei? Ja. Wird wohl auch nichts werden. Wir sind auf jeden Fall noch zu hoch mit 250.000. Ja, jetzt treten wir ein und da ist der Punkt, wo wir hätten messen sollen und wir sind ganz woanders. Sieht natürlich cool aus. Jetzt kommt unsere Kapsel ab, da sind jetzt noch irgendwelche Anzeigen. Ja, ich hätte es mir denken können, oder? Ja. Zweite Tode. Rabenschwarzer Tag. Rabenschwarzer Tag. Ja. Wir brauchen 9 Piloten. Available for next mission. Haben wir noch jemanden? Hier unten ist aber Potke German. Ja. Lost in Mission stehen da 2. Missing in Action. Ja, dann können wir noch jemanden dabei nehmen. Wir holen mal noch den zweiten Piloten rüber. Da ist jetzt nur ein dritter, aber... Ja, ist so. Ein bisschen traurig, was da gerade wieder passiert ist. Liquid Fuel Engine können wir da testen. Da müssen wir keine Bedingungen erfüllen. Das ist einfach nur, dass wir den testen müssen. Den nehmen wir mal gerade mit. Und dann raus hier, gehen dorthin. Liquid Fuel Engine. Das ist der, den müssen wir testen. Derzeit würde ich dieses mal wegnehmen,
Kommt mir zu überdimensioniert momentan vor. Das würde wohl reichen, gehe ich mal von aus. Dreimal das Ganze hatten wir ja. Zoom rein ist plus, so war das. Da gibt es aber keinen Teil dazwischen. Das fehlt. Diese sind's. Ja, so ist doch ganz gut, oder? Electric charge required, but not generated. Das macht das Triebwerk dann nicht, oder was? Komisch. Kann man an- und ausmachen. Lassen wir mal so. Da schreibe ich mal eine 2 dahinter. Speichere das ab. Ja, und dann würde ich sagen, testen wir das in der nächsten Folge. Ne? Für diese soll es dann erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.